Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Montana Mo und willkommen zu einem neuen Unboxing. Diesmal haben wir wieder etwas von Ferrero und zwar diesmal nicht das Original Kinderüberraschungsei, sondern das Kinder Joy mit Milchcreme und jetzt auch mit Überraschung. Wie gesagt, subscribed, abonniert, kommentiert und liked und ganz wichtig, teilt das Video, damit es eine höhere Reichweite gibt, damit wir für euch noch mehr unboxen können. So. Dann machen wir das mal auf für euch. So, ihr habt hier zwei Hälften drin. Das hier ist dann die Hälfte mit Milchcreme. Kann ich mal kurz für euch aufmachen. So, hier habt ihr dann die Milchcreme drin und dann im Endeffekt so zwei Crostinis, wie aus Giotto auch bekannt, ist ja auch sehr bekannte Leckerei von Ferrero. So, das platzieren wir jetzt mal hier neben an der Seite, denn eigentlich, hier ist nochmal der Löffel dazu, denn eigentlich interessiert uns ja nur die Überraschung, oder viele von euch. So, dann machen wir jetzt mal auf und schauen mal, was wir hier drin haben. In der Überraschung, okay. Beipackzettel ist dabei. Dann noch eine Schnur. Die sehen wir hier. Und dann noch Aufkleber, Herzchen und Sternchenform. So, Beipackzettel gucken wir uns an. Ah, hier kann man einen kleinen Schlüsselanhänger, ist ein Schuh, einen kleinen Schlüsselanhänger draus machen. Oder fürs Mäppchen einen Anhänger. So, okay. Soll dann ein Schuhanhänger sein, anscheinend. So, kann man auch mitspielen. Sieht man hier nochmal. Das platzieren wir mal hier. Und da bauen wir den mal zusammen für euch. So. Okay. So wird ein Schuh draus. So, dann haben wir ihn hier. So, das Ganze muss jetzt hier unten noch rein. Okay, dann haben wir ihn hier zusammen. Hier durch die Öse wird dann die Schnur gezogen. So. Und dann kann man das an dem Gegenstand befestigen, wo man es denn gerne haben will. So, dann hat man hier einen hübschen Schlüsselanhänger. Ich hoffe, euch hat es gefallen mit unserem Kinder Ferrero Joy. Das werde ich jetzt mal genießen. Wie gesagt, macht's gut und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.